Hadert man im Nachhinein mit den Chancen oder muss man einfach sagen, gegen den DFB-Pokalsieger kann man einen Punkt holen und dann sollte man auch zufrieden sein? Schwierige Frage. Ich persönlich komme jetzt vom Platz und hader noch ein bisschen gerade damit. Ich glaube, das geht vielen so, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, wenn man vom Platz kommt gegen VfL Wolfsburg und nicht genau weiß, ob man mit dem Unentschieden zufrieden sein soll. Klar, mit ein bisschen Abstand werden wir sagen, der Punkt ist wichtig, auch gegen so eine gute Mannschaft. Wir hatten vielleicht die Chance vorher, den Sack zuzumachen gegen so eine Mannschaft, kann man, glaube ich, schwer sagen, wenn man das zweite macht, aber uns definitiv noch Luft mit dem zweiten Tor zu verschaffen, das ist uns heute leider nicht geklappt, nicht gelungen. Und dann alles zu verteidigen, ist auch schwer. Das Tor war jetzt nicht schön rausgespielt, meiner Meinung nach, aber danach haben wir noch einen Kopfball gegen die Latte. Ja, ich denke, unterm Strich ist es okay, das Ergebnis. Aber wie gesagt, jetzt gerade ist noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ein bisschen enttäuscht ist man schon, wenn man den Spielverlauf sieht, waren wir bei Weihe streng die bessere Mannschaft, hatten wirklich zwei, drei gute Chancen vorne, wo der Torwart auch gut hält von denen. Aber ich denke, im Endeffekt vom Spiel können wir da wirklich super leben. Wir haben heute gegen eine Champions-League-Mannschaft und Pokalsieger gespielt und haben sie wirklich gut in denen die Hälfte gepresst. Die Offensive von denen ist durch unsere ganze Mannschaftsleistung nicht zur Entfaltung gekommen und deswegen ist es ein großes Kompliment, was wir heute abgeleistet haben, 90 Minuten. Und ich bin froh, jetzt 4 Punkte auf 2 Spielen zu haben. Trotz allem kannst du ja mit deiner Leistung zufrieden sein. 3 Spiele, 3 Tore und den du gemacht hast, der war ja auch nicht gerade einfach heute. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, wir wissen, dass das Mittel eben ab und zu zum Einsatz kommen kann mit Toni eben mit der Verlängerung. Und in der Szene spekuliere ich ganz gut und hat es gut geklappt. Ja, es fühlt sich gut an im Moment, dass ich auf den Platz laufen kann hier und ich bin gut aufgenommen worden von den Fans wieder, was mir sehr viel Selbstvertrauen gibt. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß das zu schätzen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall nächste Woche schon wieder aufzulaufen. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Also Zuschauer, glaube ich, gehen zufrieden nach Hause. Wir haben Möglichkeiten vorgefunden, die Führung klarer zu gestalten. War gar nicht alles so falsch gemacht. Keeper hat, glaube ich, 2-3 Mal wirklich gut reagiert. Und dann ist es halt schon so, dass eine Mannschaft wie Wolfsburg, wenn das Ergebnis knapp ist, dann schon noch Möglichkeiten hat, was zu kreieren und wir haben viel Aufwand betrieben, viel körperlichen Aufwand, das ist dann halt schwierig. Nicht? Und es ist ein wenig bitter, wahrscheinlich so vom Gefühl her für jeden, weil der Ausgleich relativ knapp war. Natürlich kann man reden, dass es dann in der Endphase sogar ein anderes kippen hätte können, aber auch ganz vor Schluss haben wir eine super Situation gehabt im Offensivbereich. Also ich glaube, es war das, was interessant war in einem Fußballspiel. Es ist halt alles nicht wirklich so für die Nerven, es ist nicht ganz so ideal, aber ich glaube, die Leute haben mal ein schönes Spiel gesehen.